ein lückenlos nachhaltiges Produkt gibt, das es bis jetzt nicht gab, nämlich segeltransportierter Kaffee. Dass ein Mensch wie Jeff Bridges der Meinung ist, dass das, was wir hier machen, einen Sinn macht, das hat uns allen sehr viel Kraft gegeben. Wir verkaufen ja keinen Kaffee, wir verkaufen eine Geschichte, die in einem Kaffee verpackt ist. Also wenn ihr so ein verrücktes Projekt schafft, dann werde ich meine Artischockenfarm ja locker packen. Mood Talks. Ein Podcast der Mutmacherei. Ihre Moller lädt zum Gespräch. Ich habe ein Zertifikat zum Geburtstag geschenkt bekommen und habe dann gesehen, es ist ein Zertifikat für eine Mitgliedschaft, eine Ehrenmitgliedschaft. Und ich finde, es ist eine Mitgliedschaft bei einem Traum. Und über diesen Traum möchte ich heute mit dem lieben Daniel sprechen. Daniel Gravina ist Mitinitiator des Projekts Brigantes. Und das klingt schon einmal so exotisch und für mich ein bisschen nach Traum. We are Brigantes. And this is our story. Daniel, ich möchte dich ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass du am Mood Talk zu Gast bist. Und erzähl uns doch einmal, was ist Brigantes? Wir restaurieren einen historischen Großsegler aus 1911, um damit Waren so emissionsfrei und ressourcenschonend, wie es nur geht, über den Atlantik zu transportieren. We want to take a step back in order to move forward. Die Idee ist ja nicht neu. Die Pioniere dieser Bewegung waren Tres Hombres, das waren zwei Holländer und ein Österreicher, die im Jahr 2007 Fair Transport gegründet haben und seit damals regelmäßig einen großartigen Rum aus der Karibik nach Europa segeln. In der Zwischenzeit gibt es ein halbes Dutzend Segelschiffe, die mit einem Fassungsvermögen von 5 bis 10 Tonnen regelmäßig die Nordatlantikküste Europas mit Segelware beliefern. Es wird Olivenöl transportiert, Portweine, Tulpen aus Amsterdam bis nach Dänemark. Und nur 2 bis 3 Schiffe sind groß genug, den Atlantik zu überqueren. Die gesamte Kapazität dieser größeren Schiffe beträgt ca. 80 bis 90 Tonnen. Mit unserem Schiff wollen wir diese Kapazität verdoppeln, um damit Waren in größeren Mengen, hauptsächlich Kaffee, Kakao und eventuell eben auch Rum über den Atlantik zu transportieren. So, im Wesentlichen geht es darum, Segelfracht im 21. Jahrhundert wieder eine Chance zu geben. Jetzt muss ich dich ja gleich einmal quasi in deinem Eifer ein bisschen nicht stoppen, sondern da noch so viel quasi ernten, was es da an Wunderschönem gibt. Du hast uns ja jetzt schon die allerwichtigsten Eckpunkte quasi gesagt und ein paar Stichworte geliefert. Unter anderem auch Tres Hombres. Und für die aufmerksamen Verfolgerinnen der Mutmacherei klingelt es da vielleicht ein bisschen, weil wir haben 2013 war das, glaube ich, schon über Tres Hombres berichtet. Und ich finde es auch ein schönes Beispiel insofern, als es auch schon zeigt, okay, es ist möglich. Ja? Ich habe aber auch viel von diesem Traum gesprochen und du hast gleichzeitig auch jetzt schon Fakten erwähnt und so weiter. Und bleiben wir doch auch ein bisschen bei diesen, also warum habe ich gesagt, dass das irgendwie ein Traum ist? Ich habe natürlich schon ein bisschen vorgestöbert und vorgeschmökert in eurem Projekt. Ich habe die Fotos gesehen, wie dieses Schiff aus 1911 ausgesehen hat und was ihr bereits jetzt daraus gemacht habt. Also allein da ist ja schon so unglaublich viel reingeflossen. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie dieser Weg war? Wie seid ihr das überhaupt angegangen? Wie macht man sich an so ein Monsterprojekt heran?
Ja, ich würde mal vielleicht anfangen damit, wie die Idee überhaupt entstanden ist. Mhm. Ich sehe mich als einer der Mitinitiatoren des Projektes. Der Funke kam eigentlich von meinem Bruder, Oskar. Er ist Bootsbauer und seit Jahren hat er diese Idee, diesen Traum, eben Segelschiffen wieder ihre ursprüngliche Bestimmung zurückzugeben. Oder er hat lange sich mit dem Thema beschäftigt, bis er eines Tages eben auf die Tres Hombres gestoßen ist und sich von denen inspirieren hat lassen. Bei einem Segelerlebnis, bei einer Segelregatta mit der Eye of the Wind, das ist einer der unter Segelaffinen, ein weltberühmtes Segelschiff, hat er von einem Schwesternschiff erfahren. Ein Schiff, das irgendwo verlassen in einem Hafen in Sizilien dahin vegetiert und es runtergefahren, hat sich das Ganze angeschaut und gemeint, das ist es. Unser Schiff wurde 1911 gebaut, in einer Zeit, als Stahl noch eine großartige Qualitätsmerkmale noch aufweisen konnte, vor zwei Weltkriegen. Sehr karbonhaltig. Wir haben ein Schiff vorgefunden, das noch trotz des Alters in einem Top-Zustand war, selbst wenn man das äußerlich nicht behaupten kann. Aber die Substanz war da. Und so haben wir gesagt, wir riskieren es einfach. Wir haben das Schiff gekauft um 15.000 Euro inklusive Abschleppen zu einer nahegelegenen Werft. Und wir haben gesagt, ja, wir wollen den Weg, den die Tres Hombres eingeschlagen haben, nachgehen. Es ist auch im Sinne der Erfinder, des Nachahmen solcher Projekte, ist auch ganz im Spirit der Tres Hombres und alle weiteren, die halt sich mit Segelfracht in dieser Art und Weise beschäftigt haben. Mhm. Ich möchte da auch gleich auf einen Punkt noch eingehen, den ich irgendwie so charakteristisch finde eigentlich für euer ganzes Projekt und eure ganze Philosophie auch. Ich habe ja eingeleitet mit dem, wie schlimm das Schiff quasi ausgesehen hat, ja? Weil ich kenne mich überhaupt nicht aus damit und ich habe mir die Bilder angeschaut und habe mir gedacht, um Gottes Willen. Ja? Und du hast gerade erzählt, wie gut die Substanz war. Ja? Und das finde ich so einen spannenden Aspekt, dass man eigentlich bei allem, was ihr tut, dass es immer bedeutet, so ein bisschen auch unter die Oberfläche zu schauen und unter das Gewohnte zu schauen. Ja? Und ich glaube, das wird uns im Gespräch heute noch viel begleiten. Also so dieses, es ist nicht alles so, wie es auf den ersten Blick scheint. Ich werde vielleicht auch ein paar Mal so die Rolle des Advocatus Diaboli oder der Advocata Diaboli übernehmen, auch um so welche vorgefassten Meinungen hat man vielleicht zu so einem Projekt und wie schaut es dann aber in der Wirklichkeit ganz anders aus. We want to sail cargo, moved only by the force of the wind. Gehen wir vielleicht auch ein bisschen zu dem Punkt, also ihr habt auch gesagt, ihr wollt quasi dem Segeln seine Bedeutung wiedergeben und es geht ja auch um Transport und welche Folgen der Transport, der Seetransport, so wie er heute stattfindet, eigentlich hat. Jetzt glauben ja viele Leute, ein Schiff ist eh recht umweltfreundlich und so, aber ich nehme mal an, dem wirst du sehr viel entgegenzusetzen haben. Nicht nur ich, aber es ist tatsächlich so, dass die Problematik der Umweltverschmutzung auf hoher See, da sie ja fernab der öffentlichen Wahrnehmung passiert, relativ unbekannt ist. Schiffe, vor allem Containerschiffe, diese großen Containerschiffe, funktionieren nicht mit herkömmlichen Diesel, sondern mit Schwerölen. Das sind Abfallprodukte der Raffinerien. Die sind derartig flüssig, dass sie eigentlich erhitzt werden müssen, damit sie durch die Leitungen fließen können. Also de facto sind große Containerschiffe schwimmende Entsorgungsmaschinen der Raffinerien. So ein Containerschiff braucht pro Tag 300 Tonnen, das muss man sich erst vorstellen, 300 Tonnen an Schweröle pro Tag, die einfach ungefiltert verbrennt werden und in der Atmosphäre verpuffen. We want to think globally to empower local production.
Wir sind, um die Worte von Andreas Lackner, einer von den Tres Hombres, zu verwenden, wir sind Visionäre und keine Fantasten. Es ist uns klar, dass wir mit ein paar Segelschiffen diese gesamte Containerlogistik nicht verändern können. Aber es ist auch Tatsache, dass wir heutzutage viel zu viel transportieren und vieles davon ist es nicht notwendig. Und genau da wollen wir ansetzen. Wir wollen mit unserem Projekt Menschen sensibilisieren und diese Problematik der Umweltverschmutzung den Konsumenten näher bringen. Wenn wir es schaffen, dann erwarten wir uns von unseren Konsumenten bewusstere Kaufentscheidungen, in der Hoffnung, dass wenn sie dann beim nächsten Einkauf im Supermarkt dann sind, eher auf lokale Produkte zugreifen werden, als jene, die aus fernen Ländern kommen. Denn ich glaube, wir sind uns alle einig, dass in einem Land wie Österreich wir weder Äpfel aus Südafrika importieren müssen, noch Butter aus Irland. Mhm. Sprechen wir doch auch gleich ein bisschen über das, was ihr mit eurer Art von Transport, also sonst noch transportieren könnt an Botschaften und wo da noch überall eben diese andere Sichtweise drinnen steckt, die man so auf den ersten Blick nicht sieht. Du hast jetzt gesagt, regionaler Einkaufen, das ist ja an und für sich jetzt gerade bei den Produkten, die ihr wollt ja auch über den Atlantik fahren, oder? Selbstverständlich, ja? Genau. Genau. Ist ja eher nicht möglich und das sind ja nicht die regionalen Produkte, das sind ja eher die, die man früher als Kolonialwaren bezeichnet hätte. Ja? Ganz, ganz schlimmer Begriff heute, aber wie habt ihr das auch gedreht, um daraus etwas Schönes zu machen, etwas, das die Welt ein Stückchen besser machen kann? Ja, vorab glaube ich, dass es sehr wichtig ist, auch in der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte immer darauf hinzuweisen, dass man Handel und Import an sich ja nicht schlecht ist. Es ist die Wertigkeit, die heutzutage verloren gegangen ist. Heutzutage, auch durch den billigen Transport, sind Waren, die wir heute haben eine gewisse Selbstverständlichkeit, die Verfügbarkeit von Waren hat eine gewisse Selbstverständlichkeit. Genau, man geht davon aus, ich will ständig im Supermarkt, im Laden alles in jeder Größe, in jeder Farbe und so weiter zur Verfügung haben und denkt eigentlich nicht drüber nach, wo das herkommt und welchen Weg das genommen hat. Genau. Und uns ging, als wir das Schiff, als uns klar geworden ist, dass wir ein Produkt unbedingt brauchen würden, das gemeinsam mit diesem Schiff aufgebaut werden muss, dann ist bei uns die Wahl auf Kaffee gefallen. That's why we choose to ship into the Mediterranean Sea an organic and genuine product. This is Brigantes Coffee. Kaffee ist ein Produkt, das aus dem heutigen Konsumverhalten nicht mehr wegzudenken ist. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder sagt man nein, ich konsumiere nicht mehr, oder ja, aber ich schaue drauf, dass die gesamte Kette in einer Art und Weise funktioniert, die ich vertreten kann. Und da ist durchaus der Transport heutzutage eine Nachhaltigkeitslücke, die gerne vernachlässigt wird. Wir haben durch sogenannte horizontale Integration von Anfang an darauf geschaut, dass alle Ketten dieser Wertschöpfungs- oder alle Glieder dieser Wertschöpfungskette fair und würdigend entlohnt werden. Mhm. Wir kaufen direkt bei den Bauern und deren Kooperativen ein. Wir segeln selber und in der Zwischenzeit lassen wir uns die Ware ja von den bereits operativen Schiffen segeln, bis unser Schiff fertig sein wird. Wir rösten es selber und wir vertreiben auch den Kaffee direkt. Durch das Ausschalten von Zwischenhändlern können wir dafür sorgen, dass den Bauern mehr übrig bleibt, dass die Leute, die es transportieren, das Segeln auch fair entlohnt werden, dass alle, die an der Entstehung dieses Produktes beteiligt sind, davon
würdig leben können. Mhm. Jetzt kommt wieder die Advocatus Diaboli-Stimme. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich jetzt viele Leute denken, naja, wie soll denn das gehen? Ja, das hat schon einen Grund, dass die Wirtschaft so ist, wie sie ist und Zeit ist Geld. Das heißt, man muss möglichst viel auf ein Schiff packen und alles muss möglichst schnell gehen und arbeitsteilig und so weiter. Und ihr geht es ja den komplett anderen Weg. Ja. Und es ist ja nicht so, dass ihr euch keine Gedanken gemacht habt über die Wirtschaftlichkeit und wie das funktionieren könnte, sondern da gibt es ja auch ganz spezielle Überlegungen und ein ganz spezielles auch, ich sage mal, Businessmodell, wie ihr euch das vorgestellt habt. Kannst du dazu auch ein bisschen was erzählen? Vielleicht ein Wort zu diesem vermeintlichen Nachteil der arbeitsintensiven Abläufe. Wir haben uns ganz bewusst für Segelschiffe, auch für traditionelle Segelschiffe entschieden, denn wir wollen auch da ein Zeichen setzen und auch darauf hinweisen, dass es gibt keine veraltete Technologie. Jede Technologie hat Vor- und Nachteile und das, was vielleicht vor 100 Jahren als großer Vorteil gesehen worden ist, eben durch die Motorisierung, heute, 100 Jahre später, als Nachteil herausstellte. We want to restore tradition, to renew the way of seeing and doing business. Die Arbeitsintensität, das arbeitsintensive Segeln wird uns sehr oft als Bremse, Wirtschaftlichkeitsbremse gesehen. We want to create a sustainable and responsible business model. Mit unserem Schiff werden wir jetzt nicht nur Waren transportieren. Wir können einerseits bis zu 10 zahlende Passagiere mitnehmen. Das heißt, wir werden eine Crew von 7 Personen haben und wir haben Platz für bis 10 Personen, die jetzt gänzlich in diesem Ablauf integriert werden. Wir segeln einmal im Jahr in die Karibik und retour. Das hat mit den Winden und mit den Saisonen zu tun. Man will, so eine Transatlantiküberquerung dauert doch 4 bis 5 Monate. Und das heißt, man segelt meistens so im Dezember, Januar los. Man holt im Februar, März die Ware ab und ist dann Mai, Juni wieder im Mittelmeer. Eine zweite Runde würde sich theoretisch zeitlich wohl ausgehen, aber keiner will in Zeiten der Hurricanes mit einem Segelschiff im Atlantik herumsegeln. Das heißt, wir haben dann im Sommer die Möglichkeit, das Schiff als Flagship zu nutzen, als Werbemittel, um unser Projekt zu bewerben, um unsere Produkte zu bewerben, zu ökotouristischen Zwecken einsetzen, sprich auch kleinere Mengen, 10 Tonnen Olivenöl von Griechenland bis nach Genua zu transportieren oder retour. Und das in Kombination mit Segeltörn. Teilnahme an Regatten. Also es gibt auf der ökonomischen Seite ein Hauptprodukt, eine Hauptsäule und das ist der Kaffee und eine Reihe von wirtschaftlichen, ich nenne sie gerne ökonomische Nebenschauplätze und die Kombination aus diesen allen, davon sind wir überzeugt, wird die gesamte Ökonomie des Projektes auf soliden Beinen stellen. Mhm. Sprechen wir doch noch ein bisschen mehr über den Kaffee. Du hast vorher schon kurz erwähnt, dass ihr jetzt schon Kaffee transportieren lasst von quasi Partnerschiffen. Und ich denke mir, da wäre vielleicht so ein bisschen, weil das ist auch ein ungewohntes Modell, einmal zu erklären, okay, ihr seid auf der einen Seite jetzt ein Schiff, aber ihr macht auch etwas mit dem Kaffee, also ihr transportiert sie nicht nur. Und die anderen Schiffe, sind die nicht Konkurrenz für euch? Wie läuft denn das ab? Ich habe in einem Beitrag einmal einen Begriff, den ich mir aus der Gemeinwohlökonomie ausgeborgt habe, verwendet und das nutze ich auch immer sehr gerne. Konkurrenz, wir sehen Konkurrenz etymologisch, concorrere, zusammenlaufen.
Wir arbeiten sehr eng mit den Tres Hombres und auch mit Aventur. Das ist eigentlich zurzeit das größte Schiff, das in der Lage ist, den Atlantik zu überqueren. Wir sind in einer derartigen Marktaufbauphase, die es, während sich die Tres Hombres von Anfang an sich auf Rum spezialisiert haben und die Aventur, das ist das zweite große Schiff, das ja übrigens auch jenes ist, das unser Kaffee nach Europa bringt. Die Aventur hat sich als Transporteur etabliert. Die Aventur transportiert Waren für verschiedene Unternehmen. Für uns war klar, dass wir uns nur um Kaffee kümmern werden, also dass Kaffee unser Hauptprodukt sein wird. Ein Konkurrenzgedanke, dafür ist der Markt viel zu groß. Die Nachfrage nach Segelfracht übersteigt bei weitem die Kapazitäten und man unterstützt sich gegenseitig. Also ich finde ja deine etymologische Erklärung auch sehr, sehr schön und sehr ansprechend, ja, weil einfach das Bild, gemeinsam zu laufen, um ein Ziel zu erreichen, sich auch gemeinsam zu bemühen, anzustrengen, statt dieses Feindselige, wie es oft in der sonstigen Wirtschaft ist, finde ich ja was Wunderschönes. Also ich will ja da heute über diesen Traum sprechen, der in so vielen Aspekten da drinnen steckt. Bei mir ist auch so der Eindruck entstanden, dass es sowas wie eine Freundschaft und Unterstützung zwischen diesen Gleichgesinnten gibt, weil ihr ja alle auch einen ähnlichen Traum lebt. Ja. Und Traum klingt so schön. Traum ist einfach, wenn man in der Nacht im Bett liegt und in unbewusstem Zustand schöne Bilder vor dem geistigen Auge auftauchen. Traum ist nicht immer leicht, wenn es etwas ist, was man in die Realität umsetzt. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, was euch verbindet. Also ich habe es ein bisschen eben vor vielen Jahren bei Tres Hombres auch mitbekommen. Und ich glaube, es ist bei euch ja auch etwas Ähnliches, dieser unglaubliche Aufwand, den es bedeutet, alte Schiffe für diese Zwecke umzurüsten. Und gleichzeitig aber auch dieses unglaublich schöne Engagement von so vielen Menschen, die dazu beitragen. Magst du vielleicht über das auch ein bisschen sagen? Wie wird der neue Schiff verneuert und wieder zielgerichtet gemacht? Da hast du vollkommen recht. Träumen ist eigentlich leicht. Einen Traum zu einer Vision zu machen und aus einer Vision dann eine Mission, da gehört schon sehr viel Mut und auch ein bisschen Blauäugigkeit. Ich glaube, dass viele Projekte, die dann im Nachhinein sich als erfolgreich herausgestellt haben, mit dem, wie die Amerikaner so schön sagen, with the wisdom of the past, wie heißt das auf Deutsch, in Wirklichkeit, mit dem... Ja, so die Weisheit der Rückschau oder so. Ich sagte, wie man in Wien sagt, im Nachhinein ist man allerweil gescheiter. Ja, genau. Also, oder anders gesagt... Manchmal denke ich mir, hätte ich mir den Aufwand, den es nötig ist, aus einem Traum eine Mission zu machen, vorher gewusst, dann hätte ich wahrscheinlich gar nicht begonnen damit. Aber dann wären wir nicht da, wo wir sind. Also eine gewisse Blauäugigkeit, glaube ich, gehört dazu. Und dazu aber auch dann die Fähigkeit und das Glück, Menschen zu finden, die einen durch die Schwierigkeiten führt und eben auch eine Hand anlegt und anpackt und diese Mission mitträgt. Was sind denn das für Menschen, die das mittragen? Es sind unterschiedliche Menschen. Wir sind eigentlich zu dritt haben wir begonnen. Wir haben, das war ich, mein Bruder Oskar und Schiffsingenieur Blome, haben gesagt, ja, das machen wir. Dann kam ein Vierter dazu. Wir haben eine Firma gegründet. Wir haben gesagt, wir packen das jetzt an und haben dann im klassischen FFF, Family, Friends and Fools, Umfeld von unserer Idee geschwärmt und haben auch angefangen, Geld aufzutreiben. Wir haben unsere Ersparnisse reingesteckt,
die waren ohnehin bescheiden und haben uns eine Finanzierungsstruktur aufbauen müssen, erfinden müssen, die es ermöglicht, Menschen zu begeistern und dessen Menschen die Möglichkeit gibt, sich am Projekt zu beteiligen. Und so haben wir angefangen, Anteile am Schiff zu verkaufen, im Alleingang relativ kurzfristig fast 250.000 Euro aufgetrieben, die dann relativ schnell auch wieder ins Schiff hineingeflossen sind. Das heißt, wir haben uns peu à peu finanziert. Wir hatten ein klares Finanzierungskonzept, aber keine Finanzierungsgarantie. Wir haben das Geld, das wir gesammelt haben, das ist sofort im Umbau des Schiffes geflossen. Und dadurch ist eine Dynamik entstanden, die es ermöglicht hat, dann weitere Menschen zu begeistern. Wer sind diese Menschen? Das sind unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichsten sozialen, ethnischen Kreisen. Da ist die Lehrerin aus Bayern, die im November mich anruft und sagt, sie hat gehört, man kann Shares kaufen und sie hat gerade ihr 14. Gehalt bekommen und das würde sich gerne hineinstecken in das Projekt. Und sie war so glücklich, dass sie da mit Geld zu so einem Projekt beitragen kann. Das sind Menschen, die 10.000, 15.000 Euro auf der Bank hatten und sagen, bevor ich es auf der Bank lasse und ich kriege ohnehin nichts dafür, stecke ich es lieber in dieses Projekt. Bitte verliert es nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir von Spenden reden. Es sind schon Menschen, denen wir verpflichtet sind, dass daraus wirklich was wird, weil jeder und jede, die Geld hineingesteckt hat, es wirklich mit sehr viel Emotion und Leidenschaft es uns zur Verfügung gestellt hat und es durchaus auch schmerzen würde, wenn wir es sorglos verlieren würden. Aber durchaus auch diesen Verlust verkraften würden. Es ist die Kraft, die wir aus diesen Menschen schöpfen, ist wahrscheinlich eine der größten Motivatoren, die uns erlaubt, da weiterzumachen. Manchmal ist die, nicht nur manchmal, aber es ist wirklich so, dass ich mich von diesem Anruf von dieser Lehrerin und ihre Begeisterung war mir wesentlich mehr wert als die 1.000 Euro, die sie da in Projekt gesteckt hat. Weil 1.000 Euro sind sofort in irgendeiner Schweißnaht gelandet, aber die Begeisterung ist nachhaltig geblieben. Ja, ich stelle sehr gerne immer auch die Frage, was macht dir Mut? Und ich glaube, dass das jetzt schon eine Antwort darauf war, ja, wage ich einmal zu interpretieren. Dieser Spirit, der da auch drinnen steckt, ne? Dass die Leute das nicht in erster Linie als Investment machen, sondern ich sage es jetzt einmal quasi mit diesen meinen Worten, dass die auch Teil dieses Traums sein wollen und diesen Traum mit möglich machen wollen. Gibt es noch was im Rahmen dieses Projekts, was dir besonders Mut macht oder auch sonst überhaupt im Leben? Was macht dir Mut? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Mut lässt sich für mich schwer definieren. Es ist eher eine Energie, die von den Leuten kommt, vom Umfeld, auch die Leute jetzt, die im Projekt Hand anlegen. Wir haben das Schiff in einer Werft, also sämtliche Stahlarbeiten wurden in einer Werft in einer professionellen Werft in Sizilien fertiggestellt und dann wurde das Schiff zu Wasser gelassen, umgetauft und jetzt bauen wir mit Hilfe von Professionisten und von Freiwilligen bauen wir jetzt dieses Schiff fertig aus. Und das sind Menschen, die zum Projekt gestoßen sind aus unterschiedlichen Gegenden. Wie viele Länder sind denn quasi vertreten? Im Moment, was werden wir, also bei den Leuten, die jetzt arbeiten, würde ich sagen 4 bis 5 Länder. Das sind Italiener, Deutsche, Amerikaner. Wenn ich die, nennen wir es auch die Supporters mir anschaue, die sich finanziell
beteiligt haben und uns unterstützt haben. Da geht es wirklich von Alaska bis nach Kolumbien, von Weißrussland nach Deutschland, Frankreich, Italien, wirklich bunt gemischt. Es ist eine sehr internationale Gemeinschaft, die sich da zusammengefunden hat. Wie habt ihr die alle erreicht? Wie habt ihr diese geografische Reichweite geschafft? Ein Rätsel. Wir haben schon am Anfang vor allem durch Publikationen, Artikeln, wir haben sehr viel geschrieben, es hat sich auch herumgesprochen. Es ist ein sehr ungewöhnliches Projekt. Es gab in dieser Zeit, wir reden hier vor circa 3-4 Jahren, gab es gerade ein paar Projekte. Im deutschsprachigen Raum war die Aventur in der Fertigstellungsphase. Da war die mediale Aufmerksamkeit nicht sehr groß und da kamen wir, die drei oder vier Quereinsteiger, die jetzt die ersten sind, die im 21. Jahrhundert im Mittelmeer ein Segelschiff bauen. Alleine das ist ja ein Frachtschiff. Alleine das ist ja irgendwie skurril. Und durch Word of Mouth, auch durch den Verkauf des Kaffees, je mehr wir Kaffee verkauft haben und präsent waren, da ist man auf uns aufmerksam geworden. Auch durch die Medien. Es gab Artikel in der Presse, im Salzburger Nachrichten, und dann wurden einige Privatsender auf uns aufmerksam, zum Schluss dann der ORF und bis hin zu Jeff Bridges. Das ist einer der unglaublichen Errungenschaften. Also das war wahrscheinlich einer meiner unvergesslichsten Momente. Und ich habe eingangs erwähnt, unser Schiff hat eine weltberühmte Zwillingsschwester, die Eye of the Wind. Das ist ein Hollywood-Star, da wurden einige Filme gedreht. Der letzte große Hollywood-Star war eben Jeff Bridges unter der Regie von Ridley Scott im Film White Squall. Und ich habe in all den Jahren immer wieder den Jeff Bridges angeschrieben, auf unser Projekt aufmerksam gemacht. Er ist ja nicht nur eine Hollywood-Ikone, aber er ist auch sehr engagiert im Kampf gegen Umweltverschmutzung und gerade Plastic Pollution. Und irgendwann, also als wir diesen Videomanifest We Are Brigantes veröffentlicht haben, habe ich ihm eine Version geschickt. Und tatsächlich hat er geantwortet und er hat dann unser Video auf seine Facebook-Seite gepostet. Und es kam dann wir sind halt in Kontakt getreten. Und dass ein Mensch wie Jeff Bridges der Meinung ist, dass das, was wir hier machen, einen Sinn macht, das hat uns allen sehr viel Kraft gegeben, mir besonders, weil also das war schon eine Aufregung. Ja. Das glaube ich. Und ich finde, es ist ein noch sprechenderes Beispiel, dass einfach diese Idee, dieser Traum, was unglaublich Ansteckendes hat. Ja. Also habt ihr offenbar die Idee wirklich schon in die ganze Welt getragen. Du, aber weil du gerade den Kaffee auch nochmal angesprochen hast, lass uns doch da auch noch einmal schauen, wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, wer kann denn diesen Kaffee kaufen? Wo bekommt man den? Wo kann man den kaufen? Also kaufen kann man bei uns online auf unserem Shop. Es gibt in Wien einige Händler, die den Kaffee schon haben. Sogar Adama hat das jetzt auch im Sortiment. Wir haben in Wien im dritten Bezirk das Andante. Das ist ein kulinarisches Atelier in der Nähe vom 100 Wasserhaus. Da kann man natürlich den Kaffee beziehen. Und ja, wir sind auf der Suche und nach Distributionspartnern in Wien. Und in ganz Österreich. Wir richten unser Angebot ganz bewusst, zwar an Konsumenten, aber ganz bewusst an die Gastronomie und Hotellerie. Wir verkaufen ja kein Kaffee, wir verkaufen eine Geschichte, die in einem Kaffee verpackt ist. Und diese Geschichte braucht eine Bühne. Und da ist ein Bio-Hotel, ein Kaffeehaus, ein veganes Bistro, die ideale
Plattform, um eine Geschichte erzählen zu können. Ein Hotel, ein Bierhotel, das sich rühmt, nur lokale Produkte anzubieten und die Milch ist vom Bauern um die Ecke und das Brot wird vom Bäcker im Ort geliefert. Und selbst das Exotische, was an diesem Frühstücksbuffet angeboten wird, wird auf eine Art und Weise transportiert, dass eins ist mit der gesamten Philosophie des Gastgebers. Ja, das ist halt ein Mehrwert, den wir unseren Kunden, in dem Fall jetzt den Gastronomen und Hoteliers eben anbieten. Über und nebenbei, und das zeigen auch unsere Sternenköche, die mittlerweile auch auf Café Brigantes umgestiegen sind. Es ist auch ein großartiges Produkt. Also nicht nur die Geschichte ist gut, sondern es ist wirklich gut. Es ist ja auch schön dann zu wissen, dass es nicht nur qualitativ hochwertiger Kaffee ist und biologisch angebauter Kaffee, sondern dass eben die ganze Kette von A bis Z dann auch fair ist und biologisch ist und umweltfreundlich und der Transport emissionsfrei und so weiter. Also ich denke mir, das kann schon was, ja. Das kann wirklich eine ganze Menge. Ne? Ja, man hat uns mal danach gefragt, ob wir Zertifizierungen haben, ob wir es beweisen können, dass das wirklich so ethisch und fair alles gehandhabt wird. Und meine lapidare Antwort war, Zertifizierung haben wir keine, aber du kannst mitsegeln. Wie kann man sich genau alles, da kann man miterleben, wie die Bauern den Kaffee abliefern. Man segelt, man röstet. Also Transparenz ist, glaube ich, heutzutage gerade in dieser Nachhaltigkeitsdebatte das A und O. Und wir sind klein, wir werden nie eine Größe eines Starbucks erreichen, wollen wir auch nicht. Und innerhalb dieses kleine Gefüge, glaube ich, wenn man transparent und konstant und konsequent bleibt, dann hat man eigentlich nichts, dann hat man schon gewonnen. Also die Glaubwürdigkeit ist wahrscheinlich unser größtes Asset. Mhm. Du, wie du jetzt gesagt hast, man kann ja auch mitsegeln und sich das einfach anschauen. Da ist mir auch so ein Gedanke eingeschossen. Es gibt doch das freiwillige ökologische Jahr, wo Leute, die das machen, dann bei diversesten Organisationen eben mitarbeiten können. Das kann jetzt eine NGO sein oder das kann ein Bauernhof sein oder so, glaube ich zumindest. Und da habe ich mir gedacht, hey, vielleicht wäre das auch für euch interessant. Also ich denke, es wäre sicherlich für Leute, die sich für dieses Thema begeistern und erwärmen, wahrscheinlich besonders spannend. Ich meine, das ist, an dieser Stelle würde ich fast sagen, auch gerne eine Einladung, vielleicht weniger jetzt eines Tages nur aus mitzusegeln, aber wir bauen ja noch. Das heißt, wenn jemand Interesse hat und sagt, ja, ich nehme jetzt eine Woche, einen Monat oder gerade 6 Monate, ein Sabbatic und setze meine Fähigkeiten und meine Arbeitskraft und fahre runter nach Sizilien und baue mit denen ein Schiff auf, ja, mehr als willkommen. Mhm. Du sag, wie weit gediehen ist denn das Schiff jetzt? Wie weit ist der Weg noch, den ihr zur Seetauglichkeit oder zu dem, wo ihr hinwollt? Ich weiß nicht, was da der richtige Ausdruck ist. Wie weit ist der ungefähr noch? Wir stehen ein Jahr und 500.000 Euro vor Fertigstellung. Sprich, wenn wir die Finanzierung auftreiben und daran arbeiten wir ja emsig, dann ist eine Fertigstellung bis Ende 2021 durchaus realistisch. Das würde auch uns in die Lage versetzen, im Frühjahr 2022 die erste Atlantiküberquerung zu unternehmen und dann den Kaffee, unseren eigenen Kaffee zum ersten Mal selber zu transportieren. Mhm. Die Nachfrage nach Segelfracht übersteigt das Angebot. Also wenn wir jetzt fertig wären, könnten wir schon mit vollen Auftragsbüchern zurücksegeln. Die Ökonomie ist vorhanden, also die Realwirtschaft hat das Potenzial des gesegelten Produktes schon erkannt. Die Finanzwelt hängt ein bisschen nach. Da sind wir mit unserem Projekt, da passen wir nicht in den klassischen Finanzlogarithmen und das erschwert uns natürlich eben auch die das
Aufstellen der restlichen Finanzierungsmittel. Dann kommt noch Covid, ist alles andere als erleichternd. Wir sprechen mit unserem Projekt Unternehmer an, also Menschen, die ein Unternehmen führen oder aufgebaut haben, die produktiv sind, und genau diese Art von Unternehmen sind jetzt selbst gefordert, ihre eigenen Unternehmen ins Trockene zu legen. Das ist vollkommen legitim und verständlich. Und so ist ein Projekt, das sich ohnehin schwer finanziert, oder mühsam, schwer ist es nicht, aber es braucht halt Zeit, und durch diese Pandemie ist halt der Weg umso steiler geworden. Also deshalb die Antwort: Wenn wir die Finanzierung auftreiben, dann ist es in einem Jahr machbar. Mhm. Bleiben wir vielleicht auch ein bisschen bei diesem Finanzierungsthema. Also was ich jetzt herausgehört habe, sind natürlich für euch also wirkliche Investoren interessant, die auch größere Beträge in die Hand nehmen können, weil 500.000 Euro ist doch eine Menge. Aber ich glaube, bietet es ja auch kleinere Möglichkeiten an, wie zum Beispiel eben das, was ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen? Ja, wir haben in den Jahren verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten oder Optionen uns kreiert. Angefangen haben wir mit den Supporters, die Möglichkeit, sich am Schiff zu beteiligen. Das hat eine Zeit lang gut funktioniert, aber irgendwann verlierst du ein Momentum. Und als wir begonnen haben, ging es eigentlich nur darum, ein Schiff zu bauen. Jetzt bauen wir eine Kaffeemarke und ein Schiff zugleich. Das erschwert einerseits die Finanzierung, weil jetzt haben wir zwei Baustellen. Gleichzeitig aber ist durch den Kaffee aus einer, sagen wir, ethischen, philosophischen Projekt, ökologischen Projekt auch ein Business Case geworden. Und so haben wir die Möglichkeit geschaffen, sich an beiden zu beteiligen, sowohl am Café-Business wie eben auch am Schiff. Und da ist man mittlerweile bei ab 25.000 Euro dabei. Man kann sich eben an beiden beteiligen. So haben wir versucht, größere Investoren zusammenzubündeln, um da schneller zu jenem Geld zu kommen, das wir brauchen, um die jeweiligen Schritte zu finanzieren. Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, mit kleineren Beträgen, 50 Euro, 100 Euro, uns zu unterstützen. In dem Fall dieses Zertifikat. Wir bedanken uns für die Spende mit einem Segeltag. Also es mit geliefert oder mitgeschickt wird ein kleines Ticket, mit dem man jederzeit einen Tag am Schiff verbringen wird können, egal wann, egal wie. Also dieses Ticket hat kein Ablaufdatum. Ich habe noch keine Ahnung, wann und wie und wo es bei mir soweit sein wird, aber ich freue mich schon unglaublich drauf. Ja, es ist sowas, was so irgendwie auch so ein schöner Blick in die Zukunft und viel Vorfreude macht. We want to play, we want to sing and we want to dance. Was ich gern noch reinholen möchte, ihr habt ja auch viele Videos gemacht schon über euer Schiff und auch das Drumherum, das heißt über die Baufortschritte. Und was mir aufgefallen ist, da gibt es auch noch einen ganz anderen Aspekt. Ja. Da gibt es etwas, das aufs Miteinander schaut und auf Kultur, dass die Leute vor Ort mit einbezieht, ist zumindest der Eindruck, der bei mir entstanden ist. Ja. Da wird Musik gemacht, da werden Feste gefeiert. Also das ist, ich weiß nicht, ob ich das falsch einschätze oder nicht, aber ich habe das Gefühl gehabt, das ist jetzt nicht nur eine Schiffsbaustelle, wo quasi geschweißt und gehämmert wird, sondern euch geht es ja um viel mehr und ihr nehmt ja da viel mehr an Seelenvollem auch herein, oder? Ja,
absolut. Es ist keine gewöhnliche Baustelle, es ist auch keine gewöhnliche Werft. Umso komplizierter ist sie auch, da muss man auch dazugeben. Aber nein, Brigantes ist weit mehr als nur ein ökologisches Projekt. Es geht auch sehr viel ums Soziales. Also für mich persönlich, ich sehe eher die soziale Komponente im Vordergrund. Es geht darum, Menschen, wie ich eingangs gesagt habe, würdigst oder würdig zu behandeln und die Frucht ihrer Arbeit auch zu wertschätzen. Ich glaube, dass man heutzutage den Produzenten, ob das jetzt die Bauern sind oder die Handwerker, deren harte Arbeit und Fähigkeit wird heutzutage überhaupt nicht mehr wertgeschätzt. Auch die Menschen, die ins Projekt, zum Projekt gekommen sind. Wir wollen mit diesem Projekt auch zeigen, dass jeder einen kleinen Beitrag zur Veränderung leisten kann. Und viele kleine Beiträge summieren sich dann zu einem großen Beitrag. Und genauso wie wir mit unseren bescheidenen Mitteln es geschafft haben, aus einem rostigen Wrack zumindest einen wunderschönen roten Rumpf zu machen. Und jetzt wird aus diesem roten Rumpf langsam auch ein Segelschiff. Wir hoffen, dass das auch inspirierend ist für Menschen, die wesentlich kleinere Projekte angehen wollen. Mir hat mal eine junge Frau in Sizilien mal gesagt, wenn ihr so ein verrücktes Projekt wenn ihr so ein verrücktes Projekt schafft, dann werde ich meine Artischocken fahren ja locker backen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das ist mir auch dann geworden, welche Verantwortung wir in einer gewissen Art und Weise auch haben, es wirklich zu schaffen. Da fällt mir der schöne Spruch ein, aber ich kann ihn jetzt nicht ganz wortgetreu wiedergeben. Aber er geht irgendwie so in die Richtung, wie ich dachte, ans Aufhören. Und dann ist mir aber eingefallen, wer mir zusieht. Den finde ich irgendwie sehr, sehr berührend. We want to believe in this place blessed by the sun. We are motivated by the incredible energy which is boiling under the surface. Euer Schiff, die Brigantes, liegt ja in Sizilien, in einem kleinen Hafen. Wie wirkt sich denn diese Tatsache und euer Projekt und die Visionskraft, die da drinnen steckt, auf die Bevölkerung vor Ort aus? Also sehen euch die als komische Spinner, an die man sich nicht rantraut, oder machen die da mit? Wie können wir uns denn das vorstellen, wie das in Sizilien abgeht? Sizilien ist grundsätzlich ein sehr freundliches Land. Die Leute sind freundlich. Wir sind mit einer gewissen Demut da nach Sizilien gezogen. Am Anfang war ja das Schiff in einer professionellen Werft. Dann haben wir es getauft. Und wir sind alle Quereinsteiger, nautische Quereinsteiger. Mhm. Und man hat sie... Wir haben mit unserer Art und Weise und mit dem Projekt das sofort Menschen fasziniert. Also ich glaube, dass sehr wenige, oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass sehr wenige wirklich immun sind von der Faszination von Segelschiffen im Allgemeinen. Aber die Art und Weise, wie Oskar und Alessia, die unten die Pionierarbeit geleistet haben, an Institutionen rangegangen sind, an Menschen rangegangen sind, hat die Hilfsbereitschaft hervorgebracht, viel mehr als die Skepsis. Also man hat uns relativ bald ins Herz geschlossen. Ja. Die Tatsache, dass jetzt Menschen aus unterschiedlichen Staaten oder aus unterschiedlichen Gegenden jetzt langsam runterkommen, das fällt nicht wirklich so auf. Es sind alles Jugendliche, die optisch nicht voneinander zu trennen sind. Man spricht Englisch miteinander und man arbeitet zusammen. Das ist absolut
kein Problem geworden. Und wir haben auch einige junge Leute aus der Umgebung, die am Projekt arbeiten. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt das Schiff nur mit fremden Leuten, also mit Freiwilligen aus der ganzen Welt wieder aufbauen, sondern das Grundteam ist eigentlich mehr als die Hälfte davon ist aus Trapani. Menschen, die da eine Chance sehen, was Großartiges für ihre eigene Stadt zu schaffen. Ja. Wir haben mit dem Projekt auch diesen Menschen sehr viel Mut gegeben und die Chance, auch sich selbst zu beweisen und auch deren Umfeld zu beweisen, dass man Sachen anders angehen kann. Ist da auch schon etwas entstanden, also für die Menschen vor Ort, was es vorher noch nicht gegeben hat, weil sie irgendwie offenbar auf neue Sichtweisen oder neue Ideen gekommen sind? Ich glaube, dafür ist es zu früh. Ich glaube, dass alle mal abwarten und sehen, was die Jungs dann tatsächlich schaffen. Im Moment sind wir noch hinter einem Holzzaun und die Leute wissen vom Schiff, sie kennen auch das Schiff, das muss man auch dazu sagen. Das Schiff war ja, heute heißt es Brigantes, früher hieß es Onice. Und das Schiff war jahrzehntelang Teil des maritimen Erbe der Gegend. Also viele Menschen in Trapani, auch ältere Menschen, erinnern sich an die Onice, kannten das Schiff. Das war fast 20 Jahre lang, lag das Schiff irgendwo in einem verlassenen Ort von Trapani. Die Menschen sind von der Idee begeistert, natürlich nicht alle. Manche, bin sicher, dass einige glauben, das sind Spinner, und viele glauben nicht, dass wir es schaffen werden. Italien und der Süden insbesondere hat Tausende von Projekten gesehen, die begonnen worden sind und nie zu Ende gebracht worden sind. Und gerade bei Schiffsrestaurierungen die Vorstellung, dass jemand ein wirtschaftliches Konzept hat, das über die Fertigstellung des Schiffes geht, ist für viele eigentlich überraschend. Mhm. Mhm. Also was ich auch immer so schön finde, ist, sich vor Augen zu halten, dass es die Tres Hombres ja, glaube ich, schon seit über 10 Jahren gibt. Ne? Das heißt, das läuft und funktioniert erfolgreich. Bei die Aventure habe ich nicht so am Radar gehabt, aber die gibt es ja, glaube ich, auch schon ein paar Jahre. Ne? Das heißt, ihr habt auch schon so die Role Models quasi. Ne? Also so, dass man sieht, das kann funktionieren. Ne? Es sind, das ist richtig, jedes Schiff und jede, sagen wir, durchaus Sail-Cargo-Realität ist ein bisschen anders, gegeben durch die Größe, durch die Produkte, die sie transportieren, durch die Art und Weise, wie sie arbeiten. Alle haben zu kämpfen, also ich würde behaupten, dass sowohl die Tres Hombres wie auch die Aventure sich ja nicht leicht getan hat, am Anfang die Finanzierung aufzustellen und auch wirtschaftlich zu etablieren. Man muss immer dann schauen, was hat bei den anderen gut funktioniert und was könnte bei uns funktionieren. In unserem Fall, wir haben ein wesentlich größeres Schiff. Das, was für die Tres Hombres gut funktioniert hat, würde bei uns nicht funktionieren und vice versa. Aber das ist vollkommen richtig. Es zeigt sich, dass es funktionieren kann, dass man vor allem was die beiden Schiffen und auch andere, die aktiv sind, wir sind ja nicht die Einzigen, das sollte man vielleicht auch dazu sagen, wir sind nicht die Einzigen, die jetzt ein Schiff bauen. Es gibt ähnliche Projekte in Skandinavien, in Frankreich, in Costa Rica wird gerade ein 200-Tonnen-Schiff, ein 400-Tonnen-Schiff aus Holz ex novo gebaut. Die Sewa, gell?
Taylor, genau, ganz genau. Großartiges Projekt, sehr faszinierend. Und was die geschafft haben, eben die Pioniere, ist, den Weg zu ebnen und Möglichkeiten gezeigt, wie es funktionieren kann. Und jeder von uns schaut dann den eigenen, muss den eigenen Weg gehen. Wir haben im Mittelmeer ganz andere Voraussetzungen, als im Norden der Fall ist. Wir haben auch von den Kunden her, also man muss schon auch sagen, dass das Umweltbewusstsein und Umweltsensibilität, das wir im Norden Europas haben, im Süden, ich würde es nicht sagen, es ist nicht vorhanden, das wäre nicht richtig, aber anders ausgeprägt. Und da muss man anders kommunizieren können und die Mentalitäten sind schon anders. Da seid ihr vielleicht auch ganz gut aufgestellt, insofern, als ihr ja so ein bisschen zwischen dem europäischen, also als eigentlich Italiener, ja, Norditaliener, irgendwie so zwischen dem Norden Europas und dem Süden Italiens angesiedelt seid, oder? Mhm. Ja, das ist durchaus als Vorteil zu sehen. Also wir kennen unsere Pappenheimer, wenn man so will. Nichtsdestotrotz braucht man eine gewisse Sensibilität. Die Sprache, und jetzt meine ich jetzt nicht wörtlich, sondern man muss in der Kommunikation doch anders agieren. Und auf kulturelle Begebenheiten Rücksicht nehmen. Und Sizilien ist obendrauf auch noch eine ganz spezielle Region. Die Stadt Trapani ist eine Stadt mit sehr viel Potenzial, eine wunderschöne Stadt, die es verabsäumt, wenn man den Trapanesen, wenn man die Trapanesen fragt, die Stadt hat es verabsäumt, die touristische Entwicklung mitzumachen, die andere Großstädte gesehen haben. Das wird im Allgemeinen als Nachteil gesehen, aber in Wirklichkeit vor allem für den Tourismus von morgen als großes unbenutztes Potenzial zu sehen ist. Und diese kulturelle Besonderheiten gilt es auch in der Kommunikation zu berücksichtigen und eben auch mitzunehmen. Mhm. Was mir auch noch eingefallen ist, es gibt ja schon seit einigen Jahren auch diese ineinandergreifenden Slow-Bewegungen. Ja? Also Slow Food und die Chita Slow und ich denke mir, da passt es hier auch mit diesem Slow Transport eigentlich sehr, sehr gut dazu, weil da geht es ja jeweils nicht ums Tempo, sondern um eine bestimmte Philosophie dahinter und auch um das Wahrnehmen des Kontexts rundherum. Ja? Also, dass man sich ja auch in einem wirtschaftlichen, in einem sozialen Umfeld befindet, in einem ökologischen Umfeld und dem auch einen Stellenwert zu geben. Und ich denke mir, da passt es ja sowohl quasi vom Transporttempo dann als auch von der Philosophie her ja eigentlich gut hinein. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Zeitströmung. Ja, vollkommen richtig. Ja, da hast du eh schon alles gesagt. Du, und noch ein Gedanke ist jetzt so durch meinen Kopf geblitzt. Ich habe mich erinnert, dass ich auch ein Video von euch gesehen habe oder einen Beitrag, den der ORF gemacht hat, den ich ganz wunderschön gefunden habe, sehr ausführlich auch. Und der hat meines Erachtens auch so schön eingefangen, das, was eure Idee, eure Vision auch für die Menschen, die mitmachen, bedeutet. Also ich habe wirklich beim Anschauen ein paar Mal sind mir einfach die Tränen in die Augen gekommen, ja, weil es so berührend war. Ja. Was,
Was meinst du, so was waren da eigentlich, was ist das Berührende dran gewesen und das, was einem auch so wirklich ans Herz geht dabei? Ich glaube, da kommen wir wieder zum Punkt. Ich glaube, den Mut, also die Hoffnung, die wir mit diesem Projekt nach Sizilien gebracht haben, also es wurden bei diesem Beitrag unterschiedliche Menschen, oder es wurden bei diesem Beitrag jene Menschen gefragt, die jetzt beim Projekt mitarbeiten, alle eigentlich aus der Gegend. Und zu hören, wie wichtig es ihnen auf einer emotionalen Ebene ist, dieses Projekt ist, etwas Tolles und Schönes für die eigene Stadt und für die eigene Zukunft zu bauen und da bei zu sein, das war schon sehr, sehr, sehr rührend. Menschen, die ihr Leben verändern wollen, weil sie der Meinung sind, jetzt bin ich reif dafür, oder Leute, die sagen, so wie die Gabriella, sagt, sie hat Hoffnungen und sie möchte dabei sein in einem so wichtigen, bei einer Veränderung, in einem so wichtigen Moment für die Evolution oder für die Menschheitsgeschichte. Mhm. Ja. Sowas zu ermöglichen, die Tatsache, dass unsere Entscheidung und unsere Hartnäckigkeit und ja, die Voraussetzungen geschafft hat und einen Traum geschafft hat, dass andere dann jetzt mitleben und mithelfen, aus einem Traum die Realität zu machen. Und wie ich vorher sagte, träumen ist einfach, aber sehr oft wird unterschätzt, wie viel Einsatz und wie viel Energie es eigentlich kostet, so einen Traum zu erfüllen. Mhm. Man neigt eher, den Traum zu glorifizieren, und man vergisst, wie viel Einsatz und wie viel auch jeder, der jetzt so in diesem Traum lebt und erlebt, wie viel von jedem Einzelnen persönlich da hineinfließt, wie viel jeder investiert da hinein. Und da rede ich jetzt nicht von Geld. Du hast ja vorher schon ein bisschen erzählt, was euch dann wiederum die Kraft gibt, dran zu bleiben und das durchzuhalten. Ich denke mir, dass immer wieder auch bei der Hoffnung, die es anderen macht, und bei der Begeisterung, die auch ansteckt. We want all of that. And to have it, we need your help. Wofür braucht ihr zurzeit gerade Mut, oder womit könnte man euch unterstützen? Was wünscht ihr euch jetzt von dem Universum oder woher auch immer, um die nächsten Schritte gut gehen zu können? Ja, Lotto 6er wäre zum Beispiel nicht schlecht. Ja, vielleicht kann jemand Lotto spielen für euch, ja, und euch irgendwie die Lose schicken oder so. Das wäre eine nette Idee. In einem Projekt, das so stark von emotionalen Überlegungen, von philosophischen Überlegungen, scheint irgendwie das Geld fast ein Störfaktor zu sein. Es sind, wenn du jetzt fragst, was brauchen wir, was wünschen wir uns, es sind die kleinen Momente, die kleinen Schritte, zu sehen, dass Menschen an uns, an das Projekt glauben, langfristig daran glauben und bereit sind, mit uns diesen Weg zu gehen. Und das kann jetzt der Freiwillige aus Frankreich, der sagt, ich komme runter und arbeite für euch für 2 Wochen. Genauso wie der Unternehmer oder das Restaurant-Eigentümer, der sagt, ich will jetzt euch unterstützen und ich
schmeiße jetzt meinen Kaffee aus, was immer ich da bis jetzt hatte, und ich werde zu Kaffee Brillantes. Also ich trage dieses Message für euch und mit euch. Ich gehe mit auf die Reise. Das ist das, was wir brauchen, denn wenn es jetzt um Mut geht. Aber um da vielleicht noch ein bisschen konkreter zu werden, also wenn Leute euch auch durch Mitarbeiten unterstützen können, braucht es ja da bestimmte handwerkliche Fähigkeiten? Was sollen denn die Leute können, tun, mitbringen? Es gibt bei den Tätigkeiten, die jetzt auf uns zukommen, unterschiedlichste Erfordernisse, aber in der Regel, es ist sehr viel Handarbeit. Also was man mitnehmen sollte, ist zwei geschickte Hände und sehr viel Wille, was Neues anzufangen, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Aber wir brauchen jetzt keine Fachkräfte. Es gibt ja, wir haben ja die Fachleute vor Ort. Wir haben Tischler, wir haben Schlosser, wir haben einen Rickmeister, und man würde eben unter Anweisung arbeiten und es sind keine komplizierte Abläufe, die da abzudrücken. Das geht vom Hobeln bis zum Schmirgeln, Bohren, Schrauben, also okay. Das heißt, alle, die gern zupacken, könnten mithelfen und sind willkommen. Okay. Und was euren Kaffee anbelangt, den Kaffee an den Mann, die Frau, das Kaffeehaus zu bringen, kann man euch da irgendwie unterstützen? Was wäre da hilfreich? Ja, so einfach, wer immer Kontakte, persönliche Kontakte zu Gastronomen hat oder Hoteliers, Restaurant, Bistros, wo immer Kaffee angeboten wird, einfach unsere Geschichte erzählen und diese Menschen auf uns aufmerksam machen, dass es ein lückenlos nachhaltiges Produkt gibt, das es bis jetzt nicht gab, nämlich segeltransportierter Kaffee. Ja, du, dann Daniel, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du zu Gast warst beim Mood Talk, und also mir hast du ganz viel Mut gemacht, weil ich einfach euer Projekt ganz wunderbar finde und euch ganz, ganz fest dafür die Daumen drücke und mich schon sehr freue, wenn ich da nochmal als, weiß nicht, Ehrenmitglied oder was ich da bin, durch dieses Zertifikat auch einmal irgendwann einen Tag auf eurem Schiff verbringen kann. Ich werde ganz bestimmt weiter verfolgen, wie es euch geht, und würde mich sehr freuen, wenn wir in Kontakt bleiben und immer wieder mal quasi die Mutmacherei reinschaut, wie es euch geht und so. Ich schicke ganz liebe Grüße auch über dich quasi nach Bella Sicilia. Und ja, alles, alles Liebe und danke, dass du da warst und dir Zeit genommen hast, und auf bald mal. Hey, ho, 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 ho. Vielen, vielen Dank, war mir eine Freude. Mir auch. Alles Liebe, Daniel. Ciao. Tschüss. Baba. Tschüss. Mach's gut.